19. November 1945. Heute Nacht habe ich mal wieder gut geschlafen. Seife und Schuhfett haben wir bekommen. Meine Stiefel hatten es aber auch sehr nötig. Eintragen werde ich jetzt nur noch wöchentlich, weil ich kein Papier mehr habe. Die Spende vom Roten Kreuz ist wirklich eingetroffen. Es waren herrliche Sachen. Pro Mann haben wir 35 Kekse, einen kleinen Riegel Schokolade, etwas türkischen Honig, 3 kleine Stück Honigkuchen, 250 Gramm Marmelade und 40 Gramm Tabak bekommen. Bis auf 8 Kekse habe ich alles gegessen und bin wirklich einmal satt geworden. Es war zu schön. Am Freitag sollen wir nun auf Fahrt gehen. November 1945. Heute ist Freitag, ein ereignisreicher Tag. Wir sind schon einige Male aufgerufen worden. Papiere haben wir auch schon bekommen. Heute Nachmittag um 3 Uhr geht der Zug. Verpflegung haben wir 1,5 Brot und 2 Büchsen mit Graupen bekommen. Für 4 Tage soll das reichen. Um 3 Uhr sind wir verladen worden. Wir sind 560 Mann von Château Léon und unterwegs sollen noch weitere Waggons angehängt werden. Vor lauter Hunger habe ich gleich ein Brot gegessen. Satt bin ich nicht geworden. Ich hätte alles aufgegessen, aber es soll ja für 4 Tage reichen. Oktober 1945. Am Sonnabend waren wir bei Paris. Am Sonntagmorgen dachten wir, wir müssten bald die Reichsgrenze erreichen. Wer beschreibt unser Erstaunen, als wir in der Nähe von Le Havre am Sonntagnachmittag ausgeladen wurden und in ein sehr großes amerikanisches Lager gebracht wurden? Meine Hoffnung, Weihnachten zu Hause zu sein, ist dahin.